Abenteuer und Wissen präsentiert. James Cook. Die Suche nach dem Paradies. Von Maya Nielsen. Februar 1779. Pazifischer Ozean. Westküste der Südseeinsel Hawaii, kurz nach Einbruch der Dunkelheit. Die Resolution, ein Schiff der königlich-englischen Marine, ein behäbiger Dreimaster mit einem enormen Laderaum, liegt neben seinem Schwesterschiff, der Discovery, in der Bucht von Kealakekua vor Anker. Der Kommandeur des Schiffes, Charles Clark, steht am Deck und lauscht auf die Geräusche. Gleitet da nicht ein Kanu durch die Nacht? Ein leichtes Plätschern verrät ihm, dass sie gleich Besuch erhalten werden. Wer da? Zeig dich! Ein Kahuna, ein Priester dieses fremden Südseevolkes, bittet, an Bord kommen zu dürfen. In der Hand hält er einen fellverzierten Zauberstab. Unter dem Arm trägt er ein fleckiges Bündel. Clark ist von Unbehagen erfüllt. Er ruft seine Offiziere an Deck. Der heilige Mann hat sanfte, schöne Gesichtszüge und langes, glänzendes, schwarzes Haar. Er öffnet mit einem Singsang, der an ein Gebet erinnert, das mitgebrachte Bündel. Zum Vorschein kommt ein Stück von einem menschlichen Oberschenkel. Clark ringt um Fassung. Noch mag er nicht glauben, dass dies die Überreste von Kapitän James Cook sind. Einem der größten Entdecker aller Zeiten, noch bis vor 2 Tagen sein Kommandeur. 3 große Entdeckungsreisen hat Clark mit Cook unternommen. 200.000 Seemeilen. So weit wie von der Erde bis zum Mond sind sie gemeinsam über die Weltmeere gefahren, meist durch unbekannte Gewässer. Cook hat mehr für die Seefahrt getan als je ein Mensch vor ihm. Und dieser Klumpen Fleisch hier, soll das wirklich ein Stück von Cook sein? Das ist alles, was von ihm übrig geblieben ist? Clark verlangt von dem schmächtigen Hawaiianer die Herausgabe weiterer Teile des Leichnams. Der Mann verspricht zu tun, was in seiner Macht steht, und verschwindet wieder in der Dunkelheit. Kurze Zeit später erhalten die Engländer ein Päckchen, eingehüllt in einen Umhang aus tausenden bunten Vogelfedern. Es enthält einen Skalp mit kurz geschnittenen Haaren, außerdem 2 abgeschlagene Hände. Clark macht an der rechten Hand eine hässliche Narbe aus. Jetzt ist kein Zweifel mehr möglich. Vor 15 Jahren war ein Pulverhorn in Kapitän Cooks Hand explodiert. Clark lässt die Flaggen der beiden Schiffe auf Halbmast setzen. Die sterblichen Überreste Captain Cooks habe ich mit allen Ehren und Würden, welche wir in diesem Teil der Welt irgend erweisen konnten, der Tiefe überantwortet. Zehn Kanonenschüsse lässt Clark während der Bestattung zum letzten Salut für Kapitän James Cook abfeuern. Die Schiffsglocken der beiden Schiffe, die Cook hierher geführt hat, läuten über die Bucht und das Meer. Als der Sarg versunken ist und nur noch ein paar Luftblasen über Cooks nassem Grab kreisen, zieht Clark sich in die Kapitänskajüte zurück. Er muss jetzt allein sein. Er macht eine Eintragung ins Logbuch, dann blättert er an Cooks mit ordentlicher, schnörkelloser Schrift verfasste Aufzeichnungen. Es war mein Ehrgeiz, nicht nur weiterzukommen als jemals ein Mensch zuvor, sondern so weit zu gehen, wie es einem Menschen überhaupt möglich ist. So weit, wie es einem Menschen möglich ist. Ja, so weit ist Cook gekommen. Und Clark mit ihm. Clark ist in Gedanken wieder an Bord der Endeavour, zusammen mit Cook auf ihrer ersten gemeinsamen Reise. Er ist wieder der einfache Kadett, der er damals noch war, und er miterlebt, wie Cook im gereiften Alter von 40 Jahren lossegelt, um den legendären Südkontinent zu finden, von dem schon in den Schriften der alten Römer und Griechen die Rede ist. Der Südkontinent. Ein warmes, üppiges, blumenreiches Land, heißt es in den alten Schriften, sei dieses Terra Australis.